Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Indexanalyse nach der Perlentauchmethode. Mit dem Margina Trader und Referent des heutigen Abends ist Carsten Berger. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Ich freue mich, dass Sie auch heute wieder zahlreich dabei sind. Wir schauen uns den Risikohinweis einmal an. Dieses Webinar dient wie immer nur zu Schulungszwecken, auf gar keinen Fall als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen, egal was Sie heute entsprechend hier mitnehmen. Ja? Wie ich darf auch verkünden, dass wir nächstes Jahr mit dieser Webinarreihe auch fortfahren können. Vielen Dank, Carsten, dafür. Freue ich mich sehr, dass du auch Lust und Zeit hast, das mit uns zu machen. Gerne. Und ich denke, ich habe jetzt genug geredet und übergebe sehr gerne den Bildschirm. Wünsche viel Spaß, viel Erfolg und bei Fragen bin ich natürlich immer noch im Hintergrund. Das Webinar wird aufgezeichnet. Okay, dann muss ich mal kurz den Bildschirm auswählen. Nehmen wir den. Also ein Teilnehmer sagt, er hat keinen Ton. Da ich dich aber höre und du mich und ich denke mal auch alle anderen, scheint es dann nur bei dem Teilnehmer zu sein, ne? Okay, vielleicht kann er das technisch noch sich ermöglichen, das freizuschalten. Auch von meiner Seite herzlich willkommen zum, ich sag mal, letzten Webinar in diesem Jahr. Kurz vor Weihnachten treffen wir uns hier nochmal, um die Perlentaucher-Strategie, sage ich mal, ein bisschen zu beleuchten und natürlich angestiftet so ein bisschen auch vom Nelson, mich da ein bisschen zu sputen, meinen Handelsplatz fertigzustellen für den Argina Trader, hat das auch sein Gutes und 99% hat funktioniert, 99% sind fertig, es kommen noch zwei Elemente mit rein, einmal der Forex-Handel soll noch mit rein und letztendlich auch der Rohstoffhandel wird dann noch seinen Platz finden. Dann noch ein bisschen Geduld, aber so können wir schon mal anfangen. Okay, mein Name ist wieder Carsten Berger. Ich bin noch 51, werde Heiligabend 52 und bin von Beruf Diplom-Verwaltungswirt, lebe in Rangsdorf, ist 10 Kilometer südlich von Berlin und bin, wie man wahrscheinlich hört, auch gebürtiger Berliner. Neben meiner Dienstzeit bei der Polizei, 29 Jahre, habe ich schon relativ früh festgestellt, dass ich was für meine Geldanlage tun muss, für meine Absicherung tun muss. Polizei ist ja auch ein Sicherheitsberuf, so habe ich genau bei den Finanzen auch gedacht. Und deshalb habe ich 1987 bereits schon angefangen, ganz normal als Fondsinvestor in Ratensparung, das durchgezogen bis jetzt. Und da kann ich jedem nur empfehlen, das ist eine gute Säule, das zu machen. Wer jetzt nicht großartig ins Trading einsteigen würde, sollte das auf jeden Fall machen, vielleicht auch für seine Kinder, diversifiziert in ETF-Fonds vielleicht anlegen und das lange durchziehen bei kleinen Sparraten. Da hat man, wenn man das 30 Jahre macht, eine gute Chance, dass man am Ende wesentlich mehr rauskriegt als vielleicht bei der Rentenzahlung. 1994 bin ich dann ins aktive Aktientrading eingestiegen, was damals so möglich war. Das war ja mehr so an der Bankschalter stehen, die ersten Herlitz-Stammaktien gekauft. Dann habe ich einen Brief bekommen und da stand dann drin, was ich für einen Kurs bekommen habe. Das geht heute alles ein bisschen schneller mit dem Argina-Trader und dem Intraday-Handel. Das war ja 1994 in dem Sinne ohne hohe Internetkosten, was dann langsam so entstand, Telefonhandel und so weiter, gar nicht möglich. Ich habe dann alles im Endeffekt mit externen Tools gemacht. Es gab eine End-of-Day-Chart-Software, die ich damals genutzt habe, eine sehr gute auch. Habe dann verschiedene Excel-Tabellen gehabt, wo ich meine Positionsgrößenberechnung gemacht habe und so weiter. Und das waren mir nachher, ich habe ja noch gearbeitet, logischerweise. Und als Nebenberufler war mir das einfach zu viel und meine Zeit und mein Job wurde immer anspruchsvoller. Und da habe ich einfach gemerkt, okay, du musst ja mal im Internet nachschauen, was es denn für ein Tool gibt, wo man einfach nur die Arbeitsschritte abgenommen bekommt. Da habe ich nicht nach einer eierlegenden Wollmilchsau gesucht, sondern
im Endeffekt eine Sache, die wirklich die Sache ein bisschen eingrenzt und ich damit einfach besser zurechtkomme im Alltag. Das war der Arjuna Trader, den habe ich gefunden, war mit einer der ersten, die die Lizenz gekauft hat. Habe mich intensiv mit diesem Tool beschäftigt und habe gesagt, okay, das ist eine Software, da kann man längerfristig drauf aufbauen. Und aufgrund meines relativen frühen Einsteigens und der intensiven Beschäftigung mit diesem Tool habe auch über 112 oder 120 Videos erstellt für den Arjuna Trader, Schulungsvideos. Bin ich da relativ gut und tief drin, sodass mich einige Leute angesprochen haben und haben gesagt, okay, warum machst du denn nicht dieses Coaching? Erklärst mir mal, wie der Arjuna Trader funktioniert. Man kann das natürlich auch mit Videos machen. Mit mir geht es vielleicht ein bisschen schneller. In 4 bis 5 Stunden ist man da locker durch und dann beherrscht man das, was man für sein eigenes Projekt im Endeffekt braucht. Durch die zahlreichen Kunden bin ich dann auf die Idee gekommen oder ich wurde angesprochen, was machst du eigentlich? Ich habe dann mal meinen Bildschirm gezeigt und die haben gesagt, oh, ist ja nicht schlecht. Und bin dann so quasi aufgefordert worden, zu sagen, okay, zeig mir mal deine Strategie, was machst du eigentlich dort mit dem Arjuna Trader? Und so bin ich halt seit 2015 auch dabei und coache letztendlich auch meine Strategie. So, dann gibt es ja beim Trading letztendlich immer mehrere Elemente, die zusammenkommen. Man kann eine Strategie haben, das wäre schon mal alle Fälle nicht schlecht. Entweder übernimmt man die oder arbeitet sich selbst eine Strategie aus. Oder man wurde halt gecoacht, kommt nach Hause und sitzt vorm Rechner und sagt, okay, wie kriege ich diese Strategie jetzt in meine Chartsoftware? Und wie kriege ich den Trade von meiner Chartsoftware über den Broker an die Börse und wieder zurück? Das ist schon mal ein Problem. Da haben wir gesagt, okay, das ist ein Element, die Strategie. Das andere Element ist natürlich die Handelsplattform. Entweder es ist eine Chartsoftware aus dem Internet, die ihr nutzt und ihr übertragt das dann und sagt, okay, rechnet eure Positionsgrößen irgendwo bei Excel aus und übertragt es dann letztendlich in einen Trade beim Broker. Ja, gibt es immer Fehlerquellen natürlich. Wenn ich eine Null zu viel mache, habe ich vielleicht zu viel Aktien drin oder zu wenig oder verschreibe mich halt bei dem Limit oder beim Stop. Das sind immer Fehlerquellen, die da auftreten können. Und ich habe diese beiden Elemente ja schon mal zusammengepackt, denn links ist die Strategie, das ist meine Perlentauer-Strategie. Und rechts ist die Handelsplattform, in dem Fall der Arjuna Trader. Und da bis jetzt meistens immer nur Add-ons verkauft wurden, wo dann in Gesamtschulung oder per Webinar geschult wurde, habe ich beschlossen und gesagt, okay, ich weiß, dass das bei den meisten Leuten schwierig ist, das nachzuvollziehen. Deswegen habe ich mich entschlossen, das zu bündeln. Das heißt, den Arjuna Trader in Verbindung mit meiner Strategie und einer Ausbildung daran zu koppeln. Und das glaube ich persönlich zu einem relativ kostengünstigen Preis. Wer daran Interesse hat, der kann mir gerne eine E-Mail schicken. Die sollte eigentlich jetzt auftauchen, genau. Das ist meine E-Mail cb@tradercoach.de. Falls jemand Interesse hat daran, kann mir das gerne zuschicken. Dann nochmal ein kurzer Überblick, wie die Strategie funktioniert. Die hier öfter teilnehmen, die wissen, wie es funktioniert. Wir fangen immer an beim Index, um überhaupt zu sehen, wo sind wir überhaupt im Markt? Wo stehen wir? Sind wir teilweise teuer oder sind wir relativ billig? Das einfach mal zu wissen, wo wir uns im Markt befinden. Dann wählen wir aus, welcher Index vielleicht besser ist als der andere. Dadurch schränken wir schon mal die Anzahl der Werte aus, die wir auf alle Fälle analysieren, spart im Endeffekt auch wieder Zeit, benutzen das auch für ein Timing-Instrument und können auch das Depotrisiko als auch die Position an sich vom Risiko her steuern. Ja, das wird man nachher sehen. Als zweiten Schritt sehe ich immer die Branchen oder die Sektoren, und zwar einmal in Europa und einmal in Amerika. Und da geht es im Endeffekt daraus zusammen, okay, welche Branche ist im Moment der Renner und welche Branchen sind im Moment der Loser? Und im zweiten Blick auf den Chart sage ich dann, okay, das könnte jetzt eine Situation sein, wo die Werte, die Aktien, die in dieser Branche, in diesem Index mit enthalten sind, dafür sorgen, dass sie wieder in dieselbe Richtung gehen wie die Branche. Und die Branche ist ja nichts anderes als ein Index und
Der Index hat natürlich immer genauso wie ein gleitender Durchschnitt so ein Time-Lag. Deswegen kann man zum Beispiel aus der Korrektur heraus schon immer nach Werten suchen. Die Aktien sind dann halt meistens schneller als die Branche, weil sie ja nur ein Durchschnitt ist. Genauso ist das Resultat, denn wenn ich sage, das und das sind die zwei, drei Branchen, die mich interessieren, schaue ich mir genau das Gleiche an, das Ranking der Aktien. Was sind die Aktien, die stark laufen zurzeit? Was sind die, die sind schwächer? Und die packe ich mir dann dementsprechend nach bestimmten Kriterien in eine Watchliste. Also so ist es wie so ein paar Filtersystemen. Am Ende bleibt halt weniger übrig. Und was schön ist daran, dass man sich in der Watchliste halt letztendlich die Woche darüber mit den Aktien beschäftigen kann und muss nicht immer alles konkret den ganzen Tag über screenen. Ja, das kann man machen, wenn man mehr Zeit hat, muss man aber nicht, weil nicht alle Aktien geben einen Trigger, um deine Position aufzubauen. Okay, dann schalte ich jetzt mal auf meine Plattform. So, jetzt muss ich erstmal ein paar Fenster wegklicken. Moment. Das weg. Das weg. Und jetzt schiebe ich den mal darüber. Na, ich mache ihn noch schon größer. So. Okay. Nicht erschrecken. Sind vielleicht ein bisschen viel Linien, aber diejenigen, die öfter dabei sind, wissen ja, dass ich das Bollinger-Band benutze. Das ist also in der Standardeinstellung. Die rote Linie ist der SMA 200. Das kennt auch jeder. Das gibt es ja in jeder Software. Das ist jetzt hier nichts Besonderes. Oben ist der Tageschart. Unten ist der Wochenchart. Das seht ihr eigentlich hier immer. Und warum habe ich das hier links oben in diesem Tab, Tabulator, Marktklima genannt? Ganz einfach, weil ich dort für mich feststelle, was sagt mir denn eigentlich der Markt? Ist er eher long oder ist er eher short? Und diese, ja, diese letztendlich diese Einschätzung mache ich aus der Relation der Volatilität. Das kennt ja auch jeder, ist die Vola hoch, dann geht es wahrscheinlich eher runter, ist sie tief, dann geht es wahrscheinlich eher nach oben. Ja, das ist immer alles relativ und nicht immer genau auf den Punkt. Aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die schauen sich andere auch an. Und ich habe gesagt, okay, das reicht mir. Dann guckt man vielleicht noch auf den Fear and Greed Index im Internet und dann ist das für mich auch gut, weil man kann endlose Analysen führen. Letztendlich führen viele Werte auch immer zu mega vielen Entscheidungen. Und ich sage mal, ich habe es halt immer möglichst einfach. Die Quadrate, die ihr da oben seht, die werden jetzt hier nicht automatisch oder so in den Chart gelegt, sondern die habe ich da reingemalt. Ja, die sind doch hier links am Rand. Das ist jetzt nichts Technisches. Das geht ganz einfach. Und das, was ihr hier unten seht, in diesem Bereich, das ist hier Gold, vielleicht ein bisschen schlecht zu sehen bei euch. Ich habe es einfach mal auch in der Farbe, wie es Gold ist, gemacht, im Verhältnis zum Chart. Also in diesem Fall ist die Nasdaq hier drin, dann zeigt man einfach mal, okay, wie verhält sich denn das Gold im Verhältnis zu den Indizes? Und da sieht man halt klar den Punkt, wo es halt losgeht im Chart, da bricht das halt über den Goldbereich hier, über den Goldindex aus. Und ist bis dahin im Endeffekt immer noch drüber. Das ist das, was mich auch im Moment noch bullisch stimmt, logischerweise, weil das relativ weit entfernt ist, das Gold noch. Und wir sehen hier, war das auch anders. Das Gold ist quasi weit über dem Index hinausgelaufen. Und erst als es, und man sieht auch hier, der Chart läuft im Endeffekt seitwärts in der Seitwärtsrange, gleicht sich hier so ein bisschen an. Ja, und nachher kommt der richtige Ausbruch hier drüber und dann schaut man halt ganz klar auf Aktien. Das ist ein Timing-Instrument für mich. Und anhand der Volatilität, die ich da auch noch mit anschaue, das ist da drunter. Das ist Perlentaucher-Volatilität. Sieht man hier im Endeffekt, die rote Linie ist wieder der Chart, hier die Nasdaq. Und dann sage ich mir, okay, ist die Vola hoch, dann ist sie halt über dem Chart, ist sie tief, dann ist sie da drunter. Ja, und dann kann man das hier auch einem grafisch visualisieren, indem man hier mehr auf Markt links und wenn es grün ist, ist halt eher bullisch. Wenn hier keine Farbe grün ist, dann ist es eher short. Also relativ einfach gehalten. Und wer meinen Newsletter liest, der weiß auch, dass ich immer so eine Einschätzung mache und diese Boxen im Endeffekt so Szenarien sind, die sich immer am Freitag nach Börsenschluss dann letztendlich
am Wochenende mir anschaue und immer gucke, welches Potenzial bietet sich denn nach einer bestimmten Situation an für mich. Und ja, dieses Quadrat habe ich nicht heute gezeichnet, sondern ich glaube, es war am Samstag habe ich den Blog geschrieben, Sonntag den Newsletter abgeschickt. Und man sieht, man ist fast am Target dran. Also die Einschätzung war nicht so schlecht. Im Short-Bereich hat sich nichts getan. Wie gesagt, ich weiß nicht, wohin der Index tendiert, aber ich muss halt immer schauen, wo setze ich denn halt, gebe ich halt Gas und wo gehe ich halt wieder runter vom Gas, wenn das Ziel erreicht ist oder möglichst nah dran ist, ne? Das ist auch wichtig für die Stoppsetzung und für die allgemeine Einschätzung. So, da wir ja sowieso jetzt hier den Nasdaq besprechen, bleiben wir gleich dabei. Und sehen ja, dass heute im Endeffekt ein neues Hoch wieder gemacht wurde bei 8.642, ist der Nasdaq Future, der Mini. Und da ist noch ein bisschen Platz. Ich denke fast, dass wir das erreichen können. Ja, ist ja sowieso eine bullische Phase gerade, wie später das Jahr jetzt, die letzte Woche. Window Dressing und was da alles dazukommt. Die Statistik sagt auch, es geht eigentlich nur long. Aber man muss natürlich immer noch vorsichtig sein. Deshalb gehe ich auch gerne mal mit Teilgewinn raus in diesen Bereich, wenn es sich dem annähert. Ich handle nicht selbst dieses Instrument, sondern setze das dann in Aktien. So, hier unten habt ihr den Wochenchart. Den nehme ich einfach ganz easy, um zu sehen, wo sind Widerstände und Unterstützung. Wenn ich hier raufklicke, sehe ich, okay, hier ist so eine Base. Ja, mehr will ich hier gar nicht sehen. Und das ist im Endeffekt schon alles. Wie kriege ich diese, wie beurteile ich diese Kästen oder wie male ich die hier rein? Das ist im Endeffekt immer eine Sache zwischen Ausbruch aus der Korrektur und in dem Fall auch den Volumenwiderständen und Unterstützung. Ja, also diese gestrichelten Linie, für die, die es noch nicht kennen, sind halt meine Volumenwiderstände, wenn der Kurs drunter ist, und eine Unterstützung, wenn der Kurs darüber ist. Und wie man sieht, ist hier der Kurs einfach über dem Durchschnitt, genauso wie hier oder da. Und hier bilden sich dann entsprechende Marken aus. Da braucht man jetzt kein Volumenprofile. Ich mache das relativ einfach, weil ich einfach sage, okay, alle, die hier drüber gekauft haben, weil es gibt ja Verkäufer, die haben Angst, die, die starke Hände haben, kaufen das. Und letztendlich, wenn der Markt sich hier drüber etabliert, dann ist er eben einfach eher long. Und alle, die in einer hohen Volumenzahl gekauft haben, sind die starken Hände, die sind halt alle im Plus. Und das ist halt mein Vorteil, den ich daraus generiere. Ja. Erkläre ich ein bisschen näher dann in meinen Coachings, ist aber auch keine Wissenschaft. Ich mag das gerne einfach, weil beeinflussen kann ich den Markt sowieso nicht. So, dann schauen wir mal auf den S&P und oh Wunder, der wird fast genauso aussehen, aber nicht ganz. Er läuft eher in dieser Box eher seitwärts, wie man sieht. Und seitdem das Ding hier von der Vola her bullisch ist, weil die Vola ist gefallen, kann es noch weiter nach oben gehen, steigt die Vola hier drüber, dann wird es halt ein bisschen kritisch. Muss man kurzfristig halt sehen, dass es dann, wenn es zu einer Korrektur kommt, seine Stops in den Positionen, in den Aktienrand ein bisschen, vielleicht ein bisschen enger setzt und vielleicht ein bisschen Positionen abbaut. Ja, das ist einfach nur so ein Endeffekt wie eine Welle. Ja. Manch einer Markttechniker sagt, der geht da mit einer Bewegung, Korrektur, das ist natürlich alles auch zu sehen. Das weiß ich auch. Ich glaube, jeder hat sich mit den 1, 2, 3 und mit der Markttechnik beschäftigt. Das ist für mich aber nur Hintergrundwissen. Ja, also eine Strategie rein auf Markttechnik aufzubauen, ist schön, aber man muss auch ein Timing-Instrument haben, weil wenn man immer nur die Trends handelt, wird es halt schwierig. Und man muss auch Gewinne vom Markt nehmen, weil ansonsten seht ihr immer, oh, ich war hier oben schön im Gewinn, ui, ich bin aber da unten schon wieder ausgestoppt worden. Schade eigentlich. Ja, deswegen braucht man immer auf jeden Fall ein Timing-Instrument. Ja, zum S&P ist auch nicht mehr viel zu sagen. Wir haben ja noch einmal 2 Tage und ja, wer da Long-Positionen hat, der ist auf jeden Fall gut aufgestellt, wenn er die Stops in dem Bereich auf jeden Fall in dieser Range hier setzt, weil hier auch letztendlich eine Volumenunterstützung sitzt und die sollte halt nicht unterschritten werden. Dann rutscht es hier gleich wieder auf die nächste Volumenunterstützung. Und wenn es darunter geht, dann werden wir vielleicht hier eine Zwischenkonsolidierung machen, weil die da das mittlere Bollinger Band, der SMA 20, sitzt. Der könnte kurz mal für eine Abstoppen sorgen. Fällt er da runter, dann haben wir halt ein bisschen tiefer bis 3090 Punkte Platz. Wenn wir uns den deutschen Markt angucken, das ist in dem Fall der DAX Future, da sehen wir,
dass er fast die erste Box letztendlich hier oben bei dem Volumen, starken Volumen des Umkehrstabes erreicht hat, dann durchgefallen und ist jetzt hier so in der mittleren Box verankert, konsolidiert jetzt hier so ein bisschen am mittleren Bollinger Band und deutlich schlechter performt als der amerikanische Markt zurzeit. Und kein Wunder, weil wenn man das hier sieht, was er vorgelegt hat, ist nicht ganz ohne. Mal schauen, wie viel Prozent das waren. Hier ist ein Messgerät mit bei. Zack, das waren mal 5% in 1, 2, 3, 4, in 4 Tagen. Das ist schon eine Hausnummer. Übrigens, wenn ihr nicht wisst, wie ihr die wegbekommt, diese Charts, wenn ihr drin habt, einfach wenn ihr hier reinzeichnet und das ist markiert. Ja, nicht wundern, die 2.7-Version habe ich drauf. Da gibt es jetzt quasi hier diese dicken Markierungen. Da kann man das auch besser sehen. Und wenn er jetzt die Entferntaste drückt, Moment, drauf, jetzt die Entferntaste drückt, dann ist auch so eine Linie wieder weg. Ja, so, das war es jetzt endlich schon für den DAX. Generell sind wir da immer noch bullisch. Wir sehen, die Vola ist noch niedrig. Hier wird es ein bisschen enger für den deutschen Markt. Aber solange Amerika sowieso long spielt, sollte Deutschland nicht völlig sich abkoppeln. Ja, das ist ja immer so der eigentlich im Endeffekt die Regel, dass sie ein bisschen Nachlauf hat. Ja, hier ist ein schöner Korrekturbereich. Ich selbst handle sehr, sehr wenig DAX-Werte. Da sind halt die großen Player unterwegs. Und ich mag es eigentlich lieber, wenn ich mich in den kleinen Indizes tummel. Ja. Hier bestimme ich halt nur das Marktklima für mich. Die Grundeinstellung anhand der Vola. Tiefer schaue ich dann bei den Märkten hinein. Da habe ich halt ein paar mehr drin. Da ist zum Beispiel hier der Weltindex. Das ist ja so pink gezeichnet für mich. Das ist so die Benchmark. Und dann schaue ich halt, welche Indizes sind halt besser. Ja, und da sieht man, okay, die hier oben drüber liegen, das ist so eine Art Ranking auch. Das kann man sich hier sortieren in der Liste. Und dann sehe ich halt, okay, TecDAX und SDAX spielen mit. Nasdaq spielt auf jeden Fall mit. TecDAX genauso, hat ja auch eine mega Performance hingelegt. Genauso der SDAX. Ja, heute ein bisschen schwächer, aber hat genauso eine gute Performance hingelegt, wenn nicht sogar besser als der DAX. So, dann haben wir noch die Märkte, und zwar habe ich hier die Welt-ETF, nenne ich es, weil das sind alles ETF-Fonds, die hier drin sind, und zwar diejenigen, die ihr dann auch hier in Deutschland handeln könnt. Ihr wisst ja, dass wenn ihr mit CapTrader handelt, dass dort aufgrund dieser Bestimmung, dieser Prospekthaftung und so weiter, dass manchmal US-amerikanische ETFs nicht gehandelt werden können, aber es gibt viele Parallelprodukte, die halt quasi in Europa gehandelt werden, und Xetra, und die könnt ihr dann auch handeln. Für mich ist es halt wichtig, einen Überblick zu gewinnen. Und ich kann sagen, zu der Zeit, wo wir extrem gefallen sind vor ein paar Jahren, wo wir so eine Korrektur hatten, da hatte ich ein Bild in den ETFs in der Welt, wo alle, also ich sag mal 90%, und Sie haben ja hier, wir reden hier von Korea, Spanien, also wirklich die Kanada, Thailand, Polen, alle Indizes, die hier sind, auf grün am Jahreshoch waren. Ja, und wir sind, die Tendenz haben wir jetzt schon wieder. Ja, wir haben, sind jetzt schon 75% der Weltindizes sind auf grün. Und das gibt mir immer so ein bisschen zu denken, weil wenn die letzten Länder, die auch nicht so gut performen, weil die stehen hier unten, wenn wir Polen nehmen, dann sieht man, dass die halt nicht so gut performen. Im Gegensatz zu Großbritannien, die richtig Programm gemacht haben. Und für mich ist das immer, das finde ich auch super an der Übersicht, und die ich da habe, wenn das zu viel wird einfach. Ja, wenn zu viele besser performen als der Weltindex, das sind diese Indizes, mit denen würde ich mich dann halt beschäftigen, weil die liegen über dem Weltindex. Dann ist es im Endeffekt für mich einfach zu sagen, okay, wenn das ganze Geld jetzt bereits bei allen Indizes im Jahr so, und nicht alle Länder drucken ja Geld, wie geschmiert, dann frage ich mich, wo geht denn das Geld denn eigentlich noch weiter hin? Das ist eine gute Frage. Und damals war es so, wo es zu viele Jahreshochs und zu viele Outperformer gab, dass letztendlich irgendwann das anfing, die grünen Lampen weniger wurden. Und dann hatte ich bloß noch 50%. Und dann merkt man schon, okay, in den großen Indizes muss man aufpassen. Und dann nimmt man halt ein bisschen Depotrisiko wieder raus. Also ich nutze das sehr gerne für meine Übersicht,
Das ist eine Sichtweise, wie ich dafür benutze, ja. Was auch immer interessant ist, ist das Volumen. Das kriegt ihr ja auch angezeigt. Wenn es ein bisschen extremer ist, wenn es hohes Volumen gab am Hoch, ja, das sieht man hier, wir haben extremes Volumen am Hoch. Jetzt hier im Nasdaq-Bereich, das war heute, ja, oder ist heute. Dann bin ich auch immer vorsichtig, weil viele sagen ja immer, hey, man muss bei steigenden Kursen hohes Volumen, das muss immer steigen. Das halte ich persönlich für Quatsch. Ich finde es eher gefährlich, wenn das Volumen oben hoch wird, weil die Großen verkaufen halt gerne oben und nicht unten. Ja, und wir kaufen, also die meisten nicht so professionell Handelnden kaufen halt meistens am Hoch. Und das ist halt für die immer toll, ihre Sachen wegzugeben zum guten Preis. Deswegen bin ich da eher vorsichtig, kriegt man hier auch angezeigt. Und wenn hier oben halt sehr viele Volumenlampen angehen, zeigt es mir nochmal, okay, jetzt, das ist ja nicht normal, dass alle am Hoch kaufen, sondern eher am Tief. Ja? Und das ist halt auch schön, wenn das Volumen am Tief hoch ist, dann dreht der Kurs halt oft. Habe ich auch eine Strategie für, also eigentlich diese beiden. Fishing am Bottom mit dem Volumensignal. Ja, aber kumulativ gesehen, wann gehe ich da rein? Das ist jetzt nicht nur ein Signal, wo ich dann raufdrücke, logischerweise. Das mag ich nicht. Ich mag kumulativ Signale, nicht ein Signal, wo ich gleich raufdrücken muss. Ja? Deswegen, so viele Signale sind es ja nicht, sondern es ist ein Screener, der mir die Situation darstellt. Wichtig sind für mich nur die Signale, wo man sagt, okay, wann wird denn ein Index ein Outperformer zum Beispiel? Ja, das kann ich auch anzeigen. Hier ist der Weltindex drin, das Gold und im Endeffekt das, was ich hier gerne als Chart reinlege. Jetzt nehme ich mal den Chart von Großbritannien hier rein und wir sehen, wie ab 3. September 2019, dann wird es hier grün. Ja. Das geht natürlich auch runter in der Phase, aber das ist mir egal. Ich will einfach nur wissen, wann performt ein ETF oder eine Aktie, das ist immer das gleiche Prinzip in meinem Tool, besser als der Index oder die Benchmark. Und in dem Fall, wenn es hier grün wird, dann performt der einfach besser. Und ich habe dann quasi ein Puzzleteil, das ist mein Setup, das setze ich dann hier rein nach dem Regelwerk. Aber ich habe schon mal eine gute Voraussetzung, wenn ich in Aktien, ETFs investiere, die besser performen als der Durchschnitt einer Benchmark. Und das ist halt schon mal eine gute Grundregel. Das kriegt man dann hier angezeigt. Hier links, wenn ihr die Maus seht, quasi bei Outperformer, diese Lampe an ist, performt sie halt besser als als die Benchmark. Ja. Also sieht man, man kriegt im Endeffekt schon mal einen Hinweis. Auch bei den Emerging Markets, wie man sieht, leuchtet hier auch mal hier ein Outperformer auf, kurzfristig. Dann muss ich aber schauen, okay, wo passiert das? Ist es für mich gerade teuer oder billig? Und beobachte den Wert. Und wenn er nicht das macht, was ich möchte, dann schmeiße ich ihn wieder raus. Dann kriege ich den nächsten Hinweis, schaue hier mal rauf und hier finde ich bestimmt einen Einstieg in dieser Base, die hier drin ist. Ja? Das ist für mich halt ein Hinweis. Und dann bin ich schon mal gut aufgestellt. Und das Prinzip, dass das funktioniert, sieht man auch visualisiert hier in dieser roten Linie. Solange die rote Linie über der blauen Linie ist und über dem Gold, sind wir sowieso, sage ich mal, relativ safe. Ja. Und hier unten sieht man den Widerstand der Woche. Ja, und hier sieht man Umkehrstab in der Woche. Das ist dann alles Indiz, wo man sagt, okay, hier könnte ich mal in England investieren, wobei das ja von der Nachrichtenlage sehr, sehr verwirrend immer ist. So. Dann noch einen kurzen Blick auf meine Europasektoren, nenne ich das. Das ist im Endeffekt Europa, weil Deutschland ja auch Sektoren hat, aber aufgrund der etwa relativ geringen Anzahl von ca. 600 Werten ist die, sag ich mal, Auswahl oder die, sag ich mal, die Chartbildung nicht so schön, wenn ich jetzt Europasektoren nehme. Da ist einfach der Chart besser abgebildet. Denn auch das sind ETFs. Das sind letztendlich Branchen-ETFs, die ich genommen habe. Und hier ist wieder das gleiche Prinzip. Also es ist immer dasselbe. Ja. Also ihr seht eigentlich hier in diesen Listen, ihr müsst euch dann nicht immer umdenken oder sonst wie. Das ist immer das gleiche Prinzip. Keep it simple. Welche Branchen sind jetzt top? Ja, dann sage ich, okay, die Technologie führt an. Was ist die Benchmark? Die Benchmark ist der CDAX. Und was fällt euch hier sofort auf? Ja, ihr seht, fast alle Branchen sind am Jahreshoch und fast 75% oder 75%, sage ich mal,
der Branche sind schon wieder Outperformer. Das heißt, wir haben auch da massiv Geld reingeschoben bekommen, was mich auch wieder zur Vorsicht, sage ich mal, letztendlich ein bisschen bringt. Und hier sehe ich auch schon das erste Volumen, was sich an dem Hoch in dem Europa in den Branchen ansetzt. Ja, nicht hier unten, sondern im Endeffekt oben. Ja, man sieht hier bei der Technology, sieht man hier ein extremes Volumen am Hoch, aber. Ja, und ich finde das halt persönlich nicht so, wie ich schon mal erklärt habe, bei den Indizes mahnt mich das zur Vorsicht. Ja. Und hier suche ich halt dann Werte raus, die halt spannend sind. Und zwar dann, wenn hier zum Beispiel der Start einer Outperformance angezeigt wird, also der früheste Beginn, weil ich will ja früh dabei sein. Ich schalte mal hier das Outperforming-Ding ein. Und dann sehe ich hier, okay, der läuft ziemlich parallel mit der Benchmark, mit dem CDAX. Und er hat hier wohl einen Outperform, das ist so ein kleiner Bar, deswegen sieht man das jetzt nicht, dass es grün ist. War vorher schon Outperformer und ist die Branche Chemicals. Ja, Chemicals. Und das würde für mich jetzt erstmal ausreichen, um zu sagen, okay, das ist jetzt nicht so verkehrt. Schaue ich mir auf jeden Fall mal an. Und jetzt wäre der nächste Arbeitsschritt, wenn ich sage, okay, Chemie ist jetzt nicht verkehrt, ist ein Outperformer. Hat sogar ein bisschen korrigiert für die Markttechniker, die sich dann da wohler fühlen. Sage, jetzt gehe ich in den Screener. Zack, gehe in den Screener. Und hier ist jetzt, glaube ich, der S-DAX drin, aber den wollen wir ja nicht. Wir wollen uns mal Chemieaktien angucken. Also klicke ich mit rechts hier rein. Instrumentenliste neu laden. Statische Listen. Auch nicht wundern, es ist die 2.7-Version. Endlich wirklich eine tolle Sache, die das Arjuna Trader Team da gemacht hat, sind die Listen sortiert. Also ihr findet alle meine Listen sortiert nach Kapiteln. Ja, ich habe hier Goldaktien als Spezial unter Spezial abgelegt. Ich habe Verwaltung, das ist Depot, Handel, Intraday, die entsprechenden Screener-Aktien. Ich habe die Märkte, also die Wohler-Betrachtung, die ganzen Sachen hinterlegt. Keine Kategorie. Das ist das Bild, was ihr sonst auch kennt, diese endlos lange Liste. Die brauche ich eigentlich kaum, weil ich habe meine eigenen Listen, die sind schön sortiert. EU-Sektoren und hier sind die ganzen EU-Sektoren drin. Und jetzt will ich natürlich erstmal die Index rausschmeißen. Das ist der MDAX, Entschuldigung, der ist hier drin, nicht der SDAX. Ich löse einfach den Haken und schaut links auf die Liste. Weg ist er. Das Einzige, was drin bleibt, sind die Indizes, weil die brauche ich ja immer, um zu schauen, hey, ist die Aktie besser als der beste Index im Moment. Und von daher habe ich das deaktiviert. Ich brauche nur einen Screener. Ich muss nicht endlos viele Listen aufmachen und hole mir jetzt die entsprechende Chemie-Sache rein. EU-Sektoren, da steht alles hinter. Wo haben wir Chemie? Da unten. Es werden jetzt nicht endlos viele sein. Und jetzt lädt er die vorgeschriebenen Chemieaktien rein. Wacker Chemie, Kali und Salz, Linde gehört damit zu, Henkel gehört auch mit zu. Und jetzt kann ich mir die sortieren, Jahreshoch und Outperformer. Beide Bedingungen habe ich am liebsten. Und dann sehe ich aber, ja, das ist der SDAX, der performt immer noch stärker als die Symrise zum Beispiel, wäre jetzt ein Ergebnis. Und dann schaue ich mir die an, ob die funktioniert. Für mich im Moment, klar, ist mir das zu teuer. Ich schaue hier unten auf den Widerstand. Ja, der geht gerade drüber, ist super. Und was machen wir, wenn wir über einen Widerstand gehen? Nicht sofort kaufen. Wenn ihr es unbedingt machen wollt, macht es auf einer kleineren Zeiteinheit oder, sage ich mal, mit einer kleineren Position. Ich warte, bis das Ding wieder zurückkommt. Ja. Ja, man sieht, die war lange Underperformer hier drunter. Da wäre sie eher was zum Shorten. Jetzt wird sie seit kurzer Zeit ganz frisch neu Outperformer. Das heißt, ich warte. Muss hier freies Zeichnen, dass das Ding einfach zurückkommt. Und da ich die ja nicht irgendwo jetzt da liegen lassen möchte, sondern ich möchte sie ein bisschen anschauen, schiebe ich sie einfach in die Longliste. Das ist meine sogenannte Longliste, heißt sprich Watchlist. Ja, alles, was man länger drin lässt, ist die Watchliste. Alles, was ich an dem Tag handeln möchte, ist die Handelsliste. Ja, so habt ihr nicht endlos lange Listen drin, sondern wenn ihr sagt, ich habe 4 Aktien, die will ich jetzt wirklich handeln. Ich versuche dann Einstieg zu bekommen. Dann schiebt er die in die Handelsliste. Dann sind da 4 Werte drin. Ich hoffe nicht, ihr steigt mit 20 Aktien gleichzeitig ein oder so. Und dann könnt ihr euch darum kümmern, ob das euer Setup da gefüllt wird und so. Was auch interessant ist, ich kann, okay, das ist hier dieser Start. Wir haben ja eine Korrektursache. Das ist jetzt nicht markttechnisch gesehen, sondern meine Kriterien.
Wenn jetzt wirklich ein Setup kommt, wo man auch einen Einstieg finden könnte, müsste hier eine grüne Lampe angehen, ist nicht der Fall. Auf der anderen Seite haben wir Underperformer. Ja, da sehen wir, dass auch hier Aktien am Jahrestief sind, obwohl die Chemie im Moment auch noch eine gute Performance hingelegt hat, die Branche. Gibt es, wie gesagt, auch einfach Aktien wie die Beiersdorfer, die jetzt zum Beispiel nicht so gut gelaufen ist, wie man sieht. Und dann treffen auch diese Signale nicht zu. Ja, die sind aber unabhängig davon, weil die kann man einfach rausnehmen. Und in dem Fall, wenn man Underperformer handelt, dann geht man halt eher auf die Shortbase. Ja, deswegen gehen ja hier die Lampen an. Ja. Und wir haben hier eine Korrektur bei der, was ist das hier, N7G, ich weiß gar nicht, was es ist, Nanogate, ja, da zeigt er jetzt im Endeffekt hier den entsprechenden Short-Bereich an. Ja. Es macht aber eigentlich nicht so einen Sinn, wenn ich weiß, dass die Chemiebranche stark ist, jetzt Short-Aktien aus diesem Sektor zu handeln, sondern dann suche ich mir lieber logischerweise aus dem Sektor, einen schwachen Sektor und versuche dort die Schwächste zu handeln. Ja. Aber selbst dort kriegt man, sage ich mal, gute Signale, wenn man das kausal jetzt befolgt. Ja, und ihr seht, seitdem die Underperformer ist, ist die dann rot, ja, in dem Fall. Und dann seht ihr, weil sie halt einfach schlechter ist als die ganze Branche oder CDAX in dem Fall. Ja, also so sieht man, kriegt man im Endeffekt relativ frühe Einstiege. Ja, es ist nicht immer perfekt. Logischerweise gibt es auch Fehltrades. Ja. Und aber ich kriege halt signalisiert, okay, hier ist er einfach schlechter. Und wenn man das mit diesem Strategieansatz verbindet, dann ist es halt ein super Filter, weil ich muss mich eigentlich nur mit den Aktien beschäftigen, die wirklich schwach sind oder die wirklich stark sind. Ja. Und der Blick hier drauf zeigt dann auch in der Woche, ich kann mir das auch von der Woche locker hier im Dings anzeigen lassen, wo ich halt möglichst versuche, wieder reinzukommen, weil hier halt ein Widerstand und eine Unterstützung ist. Und bitte nutzt Widerstand und Unterstützung immer in Verbindung mit dem Volumen. Ja, das steigert die Wertigkeit enorm. Ja, nicht nur, weil ein Kurs da zweimal gescheitert ist, passiert das mit dem Volumen zusammenhängend, dann ist das eine absolut höhere Wertigkeit. So, das Gleiche habe ich natürlich für US-Sektoren. Ja, auf der anderen Seite. Ja, sehe ich gerade super Bereiche Öl, Gas, Exploration. Hier sehen wir den 200er, wie das Ding runterkommt und hier dran spielt und immer wieder abgeprallt ist. War kurz mal Überperformer, ja, ist aber jetzt wieder Underperformer, löst sich jetzt ein bisschen, geht drüber. Wir gucken mal, ja, sehen, das war Underperforming, das ist Outperforming. Aber wie gesagt, der 200er ist für mich ein Maß, ist das Ding 10% weg. Mache ich da kein Trade. Das ist wie so ein Deckel auf dem Topf, den brauchen wir hier nicht. Und spannend wird es, wenn das Ding jetzt hier rausgeht. Und dann kommt ja hier der 20er so ein bisschen hoch, kommt wieder zurück und dann findet da hier eine Base und dann gibt es hier ein Signal, dann leuchtet die Lampe an dem zweiten auf Korrektur. Da müsst ihr also nicht drauf gucken, sondern da kriegt ihr dann auch ein Signal. Und wenn kein Signal kommt, dann hat halt die bestimmte Stätte keine Verankerung gefunden. Und von daher muss man sich da nicht viel mit beschäftigen. Also das kriegt ihr halt dann angezeigt. Ja, dann würde man hier auch wieder, sage ich mal, eine starke Sache auswählen, hier wie den zum Beispiel den Healthcare Index, ja, Gesundheit. Dann sieht man auch, wenn ich hier rauf gehe auf Outperforming, wenn das Ding geht die grüne Lampe an, dann gehe es wie bei der Ampel. Dann wird es halt Outperformer und wie man sieht, sind sie auch über den gleitenden Durchschnitten. Ja, performt besser und suche mir dann halt Aktien aus dem Bereich Healthcare raus, indem ich hier raufklicke, Instrumentliste neu laden. Aber das mache ich im Screener, nicht im den, weil den lasst ihr immer schön offen, sondern in dem amerikanischen Screener. Warum das hier jetzt leuchtet, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich die neue Version. Und dann habt ihr halt hier die ganzen US-Indizes, die ich aktualisiert habe, immer aktuell und entsprechende Branchen mit den entsprechenden Aktien. Wenn ich jetzt hier sage, okay, ich will mir Healthcare angucken, wo ist es, da ist es, dann drücke ich darauf. Und dann lädt ihr mir alle Aktien rein, die mit Healthcare zu tun haben. Und warum lädt er jetzt nicht? Das ist ein bisschen langsam. Aber jetzt lädt er die Signale.
und dann sortiere ich mir das und dann gehe ich genauso vor und schaue mir an, okay, wann beginnt der ein Outperformer zu werden und wann letztendlich habe ich ein Signal aus der Korrektur und passt das zur Strategie. Ja, das ist dann im Endeffekt alles. Hier kriege ich ein Korrektursignal bei der Merck-Aktie. Das ist mir persönlich noch zu früh. Ich möchte es aber trotzdem angezeigt bekommen, weil ich kausal gesehen Wert drauf lege, auch aus so einer Base, die am Top ist, zu handeln. Aber da gehören mehrere Dinge dazu, wie zum Beispiel das Volumen. Ja, wenn ich mir jetzt hier die Linie einnehme, dann sehe ich hier, okay, das ist das Volumen. Und dann müsste die Aktie bis hier korrigieren ungefähr. Das wäre kumulativ zu sehen mit dem 20er. Und dann kann man hier einsteigen. Ist er noch nicht, deshalb würde ich sie vielleicht in die Longwatch schicken. Oder ich sage, nein, will ich nicht, weil ich kriege ja die Korrektur nochmal angezeigt, einfach später. So, das ist der Vorgang. Dann habe ich hier nochmal in die Longwatch was reingelegt und habe einen Wert gefunden, der interessant ist. Das ist das hier, da bin ich auch selber investiert, muss ich gleich sagen. Das ist die, boah, das ist hier Inspire Medical Systems. Da habe ich dann halt ein Signal bekommen. Das war mir persönlich zu früh. Ich habe gesagt, okay, wenn der nochmal runtergeht oder den Durchschnitt, hat er gemacht und bin dann hier eingestiegen und es hat ganz gut funktioniert. Ja, man sieht auch extrem hohes Volumen im Gegensatz zum Vorgang. Sie ist Outperformer, die Aktie auch schon ein bisschen länger. Den Button habe ich jetzt hier nicht drin. Den muss ich dann noch reinbauen. Würde aber hier anfangen. Ja, man sieht es im Vergleich zur blauen Linie. Und das Schöne bei dem Setup war, hier war der Widerstand, der jetzt grün ist, die Unterstützung, er ist rübergegangen und ich kaufe nicht beim Ausbruch, sondern erst, wenn er zurückkommt. Und das hat hier sehr gut funktioniert. Eine weitere Aktie, die super war, hier, das ist Stabilus, da sieht man es auch. Ja, wir haben hier eine Aktie, ein kleines Gap, ja, am Tief ist die Base, hier oben ist das Top. Und was passiert am Volumen, jetzt ohne Volume Profile, einfach nur der Bar, das Volumen habt ihr auch in anderen Chartsoftwares da unten, kriegen wir die Base und die Signale werden halt dann hier dementsprechend angezeigt, wenn ich hier die Position aufbaue. Ja. Hat auch funktioniert. Wie ich dann letztendlich die Trades umsetze, das ist meine eigene Art. Das kann ich jetzt nicht alles preisgeben in dem Sinne, aber was man mit dem Margina Trader machen kann, auf jeden Fall, das seht ihr jetzt hier. Und das haben wir noch im Angebot. Ich glaube, bei der Zalando sieht man es auch ganz gut. Ja, wie kommt man im Endeffekt einen Ausbruch? Er ist kurzfristig hier Outperformer, dann wird es ein bisschen wischiwaschi. Ich habe ihn aber letztendlich auf der Watchlist, schaue mir rauf und sage, okay, er war so lange Underperformer. Ja, Zalando war jetzt keine Aktie, die man jetzt unbedingt haben musste in der letzten Zeit. Wie man sieht, ab hier ist sie Underperformer. Die rote Linie ist unter dem Index. Und hier wird sie Outperformer. Das passt mit meinem Setup. Dann warte ich halt nicht auf den Ausbruch, sondern wie es zurückkommt und habe dann hier zweimal das Signal, was dann auftaucht. Und zwar hier Korrektur steht da. Und da kann ich dann einsteigen. So. Das gleiche natürlich im Short-Bereich. Dann ist hier so eine Handelsliste. Dann habe ich hier noch eine Aktie, wo ein absolut cooles Setup gerade heute war. Deswegen liegt die im Handel. Ist zwar nicht zum Einstieg gekommen. Ja, auch hier habe ich meine Signale bekommen. Das ist die MTU, ja, Aero Engines. Und die ist halt auch Outperformer, wie man hier sieht. Rote Linie drüber. Das passt, dann wird sie halt mal Underperformer, aber das Grundsetup passt, weil sie war schon mal Outperformer, dann kommt der gerne mal zurück und dann hat sie ihr Umkehrscheibe gebildet und die habe ich auf jeden Fall in der Watchlist. Keine Trade-Empfehlung bitte, ja, macht euch euer eigenes Bild. Für mich sehr interessant, könnte 2, 3 Tage nach oben gehen und letztendlich hat sie ja hier auch eine gute Base ausgebildet. Schaut man sich das mal an vom Volumen. Ja, dann sehe ich hier so ein extremes Ding. Das ist welche Kerze ist das hier so? Zack. Das ist hier die Base. Da sollte sie nicht drunter gehen. Ja, dann schaue ich nochmal aufs Volumen. Das ist hier nochmal. Bis genau da. Komischerweise ist der überraschenderweise passt das eigentlich zu 80%. Läuft der Kurs wieder zurück. Und die braucht auch kein Fibonacci oder so. Also das geht so. Und ja, man sieht, das Volumen nimmt wieder zu hier unten. Und genau wieder an dieser Stelle bildet ein paar Umkehrstäbe und jetzt versuche ich halt wieder in den Markt mich hinein zu skalieren.
So. Dann habt ihr noch ein Depot, wo ihr es weit reinlegen könnt. Und am Intraday-Bereich, Handelsbereich, bin ich jetzt noch am Arbeiten. Den kann man natürlich mit dieser Strategie jetzt nicht bedienen, aber ich packe ihn mit rein, falls das jemand haben möchte. Dann hat er auf jeden Fall schon mal, sage ich mal, eine Vorlage dafür. Was auch, da danke ich den vielen Zuschriften, die ich bekommen habe nach den letzten Webinaren, Verbesserungsvorschlag, den habe ich gleich mit aufgenommen. Und zwar haben mir viele gesagt, Mensch, wenn ich mal vergesse, hier diesen Button zu drücken und zu sagen, ich schiebe jetzt meine Aktie vom Handel, sagen wir mal die MTU, und schiebe die jetzt ins Depot hier. Ja, hier ist das Depot hier unten. Dann leuchtet es rot auf. Dann bist du, ah, okay, es ist im Depot. Und dann drücke ich darauf und dann sieht man, ach Wunder, die MTU ist da drin. Ja, und dann seht ihr, da ist die Inspire, die da mit drin ist. Und wenn ich dann aber jetzt hier einen Trade eröffnet hätte, und habt ihr jetzt nicht ins Depot geschoben, dann kann es ja sein, dass ihr die gar nicht irgendwo seht, die Aktie. Außer unter Trades. Und das habe ich hier rechts am Rand. Letztendlich, wenn ihr einen Trade gemacht habt, dann wird die hier aufgeführt mit den, nur mit dem Gewinn und Verlust. Dann seht ihr immer eure ganzen Positionen, wie die im Moment stehen. Und nur die letztendlich offenen Sachen. Und das Schöne ist dann habt ihr hier den entsprechenden Chart dazu. Das heißt, würdet ihr jetzt hier raufklicken, jetzt habe ich hier nichts drin, weil es ist SIM-Konto. Dann klickt ihr hier rauf und dann habt ihr gleich den zugehörigen Chart. Also ihr könnt dann eure Positionen durchklicken und ja, wenn ich im Coaching bin zum Beispiel und sage ich mal, ja, komm, zeig mal, was hast du denn gemacht oder wo liegen deine Orders oder sage ich mal, die Trades, die du reingepackt hast, dann können wir da durchklicken und relativ schnell uns zusammenschalten und das angucken und analysieren. Ne, auf jeden Fall eine Erleichterung, geht so schnell nichts verloren. Ich habe hier auch noch die Chats an der Seite. Da, wo die Chat sich dann reinlädt, das dauert jetzt ein bisschen, und dann kann ich halt auch mit den Leuten kommunizieren. Okay. Wissen sollt ihr immer noch, dass ich das nicht im Agina Trader Shop verkaufe. Der Gilbert weiß das auch von Agina Trader. Letztendlich mache ich das nur im 1 zu 1 Coaching. Ihr könnt euch da gerne mal informieren. Und zwar auf meiner Homepage, wenn ihr Lust habt. Und zwar auch auf der Startseite seht ihr was jetzt endlich da ist. Das ist hier mal das Webinar, wo ihr euch anmelden könnt. Und unter Coaching seht ihr halt die beiden Sachen, die ich überhaupt anbiete. Müsst ihr jetzt nicht alles lesen. Ich biete halt einfach nur einen Agina Trader Trading Software, wo ich eure Strategie, ihr sagt mir, was ihr wollt, und wir reden darüber, wie wir euren Handelsplatz einrichten. Ich bin kein Programmierer. Das, was ich hier erstellt habe mit meinem Tool, ist ohne Programmierung abgelaufen. Das kann der Agina Trader. Ihr müsst bloß ganz tief drin sein. Die Berechnung, die man eingeben kann mit den Signalen, ist natürlich auch kompliziert. Aber letztendlich habe ich das ohne extra externen Programmierer gemacht, was auch für die Stabilität dieses Systems beruht, weil das ist der Agina Trader in der 2.7-Version und keine Programmierung, kein externer Programmierer, habe ich extra so gemacht. Sicherlich könnte man einige Sachen noch verschönern, noch besser machen, aber ich habe gesagt, ey, wenn ihr das Ding habt, es geht um euer Geld, wenn ich noch einen Programmierer zwischenstecke und es passiert ein Fehler, dann sind drei Parteien, die sich letztendlich zusammenfinden müssen, um diesen Fehler zu finden. Und da habe ich gesagt, okay, lassen wir das weg, machen es möglichst einfach, dass es funktioniert. Wie gesagt, da könnt ihr ein kostenloses Vorgespräch bei mir machen, über Kontakt einfach gehen, anschreiben und dann können wir zusammenfinden und ich schaue mir, höre mir einfach mal an, das ist kostenlos und schaue auf euren Rechner, was ihr gerne haben möchtet für euch, eure eigene Strategie meinetwegen. Oder aber ihr sagt Perlentaucherstrategie, da könnt ihr einfach mal lesen. Das Ding kostet 990 Euro, aber es sind mit drin 2 Stunden Bedienungscoaching. Wie muss ich das bedienen? Ihr müsst dann halt nichts mehr anderes machen und 3 Stunden Strategiecoaching. Ja, dann habt ihr super große, super tolle Grundlage. Da wisst ihr also bis zum Trade-Absetzen begleite ich euch da, was ihr halt macht. Das heißt, ihr bekommt die volle Strategie und letztendlich habt ihr einen Handelsplatz, mit dem ihr dann sofort anfangen könnt. Ja. Und sollte sich nach diesen 5 Stunden noch etwas ergeben, dann kriegt ihr 20% auf dieses, was hier steht, auf die 129 Euro pro Stunde. Alle, die bei mir Kunden sind, bekommen dann halt diese 20%. Und jetzt noch was, es ist kein Massenprodukt, weil ich ja mit euch intensiv arbeite in dieser Zeit und ich natürlich auch noch handeln möchte, mache ich maximal 2 im Monat. Ja?
Und mir kommt in eine Gruppe hinein, wo ich halt auch dann meine Coachings, meine Watchlisten zeige und die Trades letztendlich. Und dort ja, seid ihr halt nicht alleine. Das ist halt ganz wichtig. Und ihr könnt ab und zu mal in den Webinaren bei mir live auf den Rechner schauen, wie ich halt die Aktien finde, die dann in der Watchlist landen. Also diesen ganzen Ablauf lernt ihr. Ja, das ist im Endeffekt das, was ich mache. Und wenn euch das gefällt und ihr das braucht, dann meldet euch einfach, auch wenn ihr den Agena Trader lange nicht benutzt habt, einfach mal vorbeischauen oder mal durchkontakten und wir finden einen Termin und schalten uns per Skype zusammen. Übrigens kann man das, was man mit dem Agena Trader machen kann, natürlich in Aktien machen, logischerweise, denn man kann ja den Agena Trader natürlich auch mit mehreren Konten verbinden. Also man kann Cap Trader anschließen. Ja, und meinetwegen da die ETFs handeln und die Aktien, die jetzt immer mehr werden, auch bei FX Flat, auch bei FX Flat handeln. Ja. Analysieren müsst ihr dann natürlich mit einem externen Datenfeed die Aktien, weil es läuft jetzt hier nur über einen externen Datenfeed, der das ansteuert, weil natürlich wenn ihr FX Flat jetzt anschließt, dann natürlich die eigenen Symbole haben. Ja. Also das ist natürlich, der liefert natürlich, FX Flat liefert die eigenen Kursdaten mit. Da braucht ihr nicht ein extra Kursdaten-Abo. Aber wenn ihr mein Tool nutzen wollt mit FX Flat, dann wäre es sinnvoll, auf jeden Fall, wenn ihr die Aktien sehen wollt, einen externen Datenfeed zu buchen. Da bleibt entweder Teletrader oder Taipan. Ich würde eher Taipan empfehlen in diesem Fall, weil es ein paar mehr Instrumente sind. Und die Ergebnisse, die ihr dann bekommt, könnt ihr dann, wenn der CFD vorhanden ist, praktisch an FX Flat weiter routen und dann halt handeln. Das würde auch funktionieren. Ja, aber generell ist dieses Tool halt für Aktienhändler im Moment ausgelegt. Es kommen, wie gesagt, Rohstoffe dazu, Futures und Forex möchte ich noch einbinden, um diese Outperformance darzustellen. Also erkennt, welches Währungspaar performt besser als. Das kommt da mit rein und relativ einfach gehalten. Und genauso mit Rohstoffen. Und ja, jetzt habe ich noch die Gelegenheit, euch zu fragen, ob ihr Fragen habt. Eine Frage ist schon da. Na, das ist schön. Solange es nur eine ist, ist es okay. Kannst du die Frage sehen oder soll ich es vorlesen? Aber wenn es vorlese, wäre okay, weil Ja, ich kein die Problem. gefunden habe. Da ist eine Frage, kann man auch von der Watchlist in die Handelsliste schieben? Ja, klar. Dafür habe ich ja an jeder Base letztendlich, und zwar im Action Bar, wo haben wir jetzt mal, ja, sind jetzt hier beim Screener US meinetwegen, hat eine Aktie ausgewählt, dann findet man hier rechts in die Handelsliste, steht ja da, kurz leuchtet es auf, wenn ich drüber gehe, Handel, Long und Short sind die beiden Watchlisten und Depot ist letztendlich das, wo ich sage, okay, das bleibt jetzt länger drin, das ist eingebucht. Ja. Wenn man jetzt 10 Werte schon oder 5 Werte im Depot hat, macht es halt Sinn, das zu trennen, habe ich einfach festgestellt. Weil man dann sagt, okay, ich habe 3 Werte, die will ich heute unbedingt haben und ich habe die Zeit vielleicht drauf zu gucken, ist ja nicht nötig. Denn ich beschäftige mich überwiegend mit dem Tagesschart. Wer das Ding in einer Stunde handeln möchte, kann das dann natürlich auch in einer Stunde handeln. Bin auch angesprochen worden, da nochmal das Signal auch für die Stunde. Ja, dieses Korrektursignal, Umkehr für die Stunde zu machen, werde ich mit einfügen. Gut, sonst sehe ich bis jetzt keine Fragen. Also ein paar Sind alle Minuten haben wir noch. eingeschlafen? Nee, ich glaube nicht, weil es war keiner gegangen. Also wirklich von Anfang bis Ende dabei. Wow. Ja, also nutzen Sie die Gelegenheit, jetzt Fragen zu stellen. Ansonsten Man kann auch einfach mal einen Wert noch rein und wir haben ja noch 5 Minuten. ja, Wenn einer gerne. eine Aktie besprochen haben will, kann er die gerne jetzt in den Chat schreiben. Aus meiner Sicht betrachtet, kann man dann gerne noch reinbringen. Also eine Frage noch, bevor wir zur Analyse kommen. Kann man auch nach Aktien filtern, auf die man Optionen schreiben kann? Ja, das ist auch ganz spannend. Also jetzt genau auszuschließen, ob auf diese Aktie jetzt eine Option ist. Ich gehe mal davon aus, dass im amerikanischen Markt gibt es, glaube ich, auf die ganz großen, ich weiß gar nicht, ich bin jetzt nicht der Optionsfachmann, sicherlich auch die entsprechenden Optionen.
Ja, im europäischen Markt ist das auch so. Aber ich kenne Optionshändler aus meinem Bereich eher, die handeln alle amerikanische Optionen. Und das Tool wollen jetzt einige nutzen, die auch wirklich Optionen handeln. Das ist halt spannend, weil die halt sagen, okay, wenn du hier so eine Wohleraufbau hast, der nach einer Korrektur kommt, das ist ja auch so, steigende Kurse nimmt die Volatilität überwiegend ab, bei fallenden nimmt sie halt zu. Dann sagen die sich, okay, wenn der Umkehrpunkt so toll ist, dann kann ich ja da eine Put-Option schreiben oder so. Ja, bin jetzt nicht der Fachmann, kenne mich da etwas aus, aber handel selbst keine Option. Dann kann man das natürlich machen. Ja. Dass die jetzt natürlich dann auf Klick eine Option ausspuckt, das kann der Agena Trader in der neuen Version. Sind dann auch Optionen möglich, ist aber noch in der Beta-Phase. Also da kann ich jetzt nicht zu sagen, weil ich da nicht mit drin stecke in der Testsache, aber das kann man bestimmt koppeln. Und das ist bestimmt sehr interessant in dem Fall, wenn man dann vielleicht noch eine Option angeboten kommt, genau für dieses Instrument. Mal schauen, was da das Agena-Trem zusammenbaut. Okay, dann war hier der Wunsch Vonovia als Aktienanalyse. Hey, jo, das hat ein anderes Kürzel, das weiß ich jetzt schon. Gehen wir mal in den Screener EU. Vonovia. Kann ja nur gut sein, Immobilienunternehmen, kann ja nicht so verkehrt sein. Wenn man hier mehrere Sachen bekommt, dann sollte man eigentlich immer die nehmen, wo hinten ein Kürzel mit DE ist, weil das ist Xetra. Na, B ist Berlin, Düsseldorf haben wir auch. Ich wusste gar nicht, dass ihr auch eine Börse habt. Bei Ja, euch. auf jeden Fall. Echt, da war ich noch gar nicht, muss ich mal anschauen. Frankfurt, Hamburg, München und so weiter. Ja, und da habt ihr meistens keine Kurse für, außer ihr habt es extra gebucht. Deswegen bei DE ist Xetra. Einfach darauf klicken, dann kriegt ihr es in den Chart. Und da sehen wir Folgendes. Ja, dann nehme ich das mal raus, weil ich muss mir jetzt ein Bild machen, bevor ich ein Timing-Signal haben will. Was mir sofort auffällt, in der Woche ist es halt am Hoch, ne? Da liegt irgendwie ein bisschen der Widerstand. Jetzt schaue ich als nächsten Schritt, okay, war das Volumen da hoch an dem Widerstand? Da fällt mir hier so ein Bar auf. Das ist aber nicht am Hoch. Da auch nicht. Das ist auch nicht am Hoch. Was ist das? Auch nicht am Hoch. Da oben. Da oben ist ein bisschen was. Also hat das schon ein bisschen Relevanz, dieser Bereich, logischerweise. Zack, die Trendlinie drauf, darauf. Gerade gezeichnet, nur klicken. So, machen wir das mal größer. Bis dahin hat es auf jeden Fall Potenzial, ist aber im Moment, wie man sieht, auch underperforming. Also es geht eigentlich im Endeffekt unter diesen Bereich des C-DAXes und performt eigentlich dann schwächer. Ja. Und das ist für mich halt ein Grund zu sagen, okay, ich muss die jetzt nicht unbedingt long haben. Wenn ich sie long habe, wäre ich halt auch vorsichtig, dieser Bereich unter dem 200er. Hier ist ein Unterstützungsbereich, tendiert wahrscheinlich weiter eher seitwärts, weil Immobilien sind sowieso stark die Branche. Ist für mich jetzt kein Trade. Also für mich würde die jetzt, sage ich mal, jetzt in der Masse versinken, weil ich die Branche jetzt nicht gefunden habe heute, sage ich mal, aber generell ist das für mich jetzt kein Long Trade. Ein Short Trade ist es auch nicht, weil hier ist eine Base, hier ist der 200er. Wer sie hat, sollte hier auf diesen Bereich achten. Der sollte nicht unterschritten werden. Ja, wir haben hier extrem hohes Volumen. Da, das ist die Kerze. Das passt wieder zur Unterstützung. Bis dahin sollte sie eigentlich dann irgendwann wieder umdrehen. Ja, also für mich jetzt keine Sache, wo ich jetzt konkret irgendwas, weder Short noch Long würde ich die anfassen. Wer so hat, sollte sie noch halten, auf jeden Fall. Okay, Carsten, dann Okay. haben wir es für heute geschafft. Möchte mich bei dir bedanken für die Webinare in diesem Jahr und natürlich dann freue ich mich umso mehr auf 2020. Natürlich auch ein riesen Dankeschön an die Teilnehmer, die auch regelmäßig dabei waren. Ja, und nur so funktioniert es ja, wenn es Ihnen gefällt. Ich wünsche allen natürlich auch schöne Feiertage. Genießen Sie auch mal die börsenfreie Zeit, auch mal ein bisschen abzuschalten. Dir, Carsten, wünsche ich das natürlich auch und wir sehen uns ja sowieso auch schon sehr bald und die Aufzeichnung kommt so schnell wie möglich online, wie immer. Ich habe den Link für die Webinare 2020 auch in den Chat schon reingestellt, können Sie sich auch dafür schon anmelden, aber Sie werden natürlich auch diesbezüglich informiert. Und Carsten, du hast gerne das Schlusswort.
in 2019. Ja, danke. Auch von meiner Seite aus besinnliche Tage und einen guten Rutsch auf jeden Fall. Geld ist nicht das Wichtigste. Es gehört einfach zum Leben dazu und das Wichtigste ist einfach, es zu haben. Deshalb immer schön drauf aufpassen. Okay, also bleibt mir gewogen und dann bis zum nächsten Jahr. Nelson, wir sehen uns im Januar. Yes, Sir. Also, schönen Abend. Ciao. Tschüss.